Hallo und herzlich willkommen zurück bei Banjo-Tooie. Was ihr nicht gesehen habt, ich habe mich jetzt rüber gesneakt über das Ganze und habe das goldene Ding jetzt in der Hand, weil es mir einfach sonst zu lange gedauert hätte mit der Aufnahme. Dann habe ich es halt irgendwann geschafft, mit dem Controller, den ich im Moment habe, zu sneaken. Und jetzt begeben wir uns zu dem einen Typen darunter, wieder, dass er seinen Schatz zurückbekommt. So. Dann mal zurück. Ne? Würde ich mal sagen. So. Und dann wieder zurück. Ja. Da kann ich leider nicht schneller gehen, so. Naja, was soll's? Sorry. Habe ich denn jetzt noch überhaupt? Mal gucken. Wahrscheinlich schon, aber egal. So, ja, habe ich noch. Sehr gut. Das hat mich nur verwirrt. Ihr habt Tagizorns unbezahlbares Reliktdingens gefunden. Der Neandertaler hatte es gestohlen. Diese kleinen diebischen Sache, das ist ein Familienspiel. Oh ja, ich vergaß. Ich gebe euch einfach ein Puzzle. Das macht Sinn. Sehr gut, sehr gut. Also, okay. Ungabunga-Höhle. Oh, Kieselstein weg. Ich jetzt großes Problem haben. Viele Schläge. Tja. Dann schau mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich dich irgendwann nochmal sehen werde. Auf jeden Fall holen wir uns jetzt das funkelnde Ding. Okay, da ist es mal nicht. Aber hier. Und das macht 6 von insgesamt 10 in dieser Welt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann will ich mal sagen, wir begeben uns zum nächsten Teil des Ganzen. Und zwar, was haben wir denn noch nicht geholt? Ach ja, das machen wir jetzt, das ist bestimmt witzig. Wir gehen jetzt mal vorerst zu Wumba und holen uns das nächste Puzzle. So. Zu Wumba. So. Wir müssen dann mal alle Gingers auch mal suchen. Hier. Quasi noch. Das wird dann auch noch eine Angelegenheit. So kleine Reste. Aber zuerst muss ich sowieso dann aus der Welt raus, um alle Rätsel hier quasi zu lösen. So, jetzt hören wir mal zu, was sie zu sagen hat. Großes Willkommen an Kleinbär und Vogel. Ich bin Benjo und das ist meine gefiederte Freundin Kazooie. Ich sein Humba Wumba. Beste Zauberson auf der ganzen Insel. Man hat uns gesagt, Mambo wäre der Beste. Nicht wahr? Mambo Amateur, Wumba Beste. Du bringst Globo Zauberwesen zu mir. Du haben Globo. Wollen es Humba geben? Klar. Natürlich. Ich werfe es einfach hinein. Okay. Zauber fertig. Springen in Wumba-Becken. Okay. Na, was sind wir jetzt? Ein Stein. Okay. Wumba, das ist ein Steini mit 3D-Joystick bestätigen. Um zu bewegen. Um drücken B, um zu attackieren. Wie viel stark? Rambock. Springen wieder in Wumba-Becken, wenn wollen wieder Bär und Vogel sein. Okay. Okay. Dann reden wir mal mit ein paar von solchen Dingern, quasi, die sagen uns auch, ah, genau.
unter den großen Felsen findest du viele Überraschungen. Genau, die sagen ja uns auch Bescheid, was wir für eine Kombination für den Maulwurf brauchen. So war das doch. Wenn ich mich da nicht irre. Schießt der auch auf uns, obwohl wir jetzt ein Stein sind? Anscheinend ja. Okay, aber irgendwo hier steht noch so ein Steini. Wenn es mich nicht täuscht. Okay, hier steht auf jeden Fall mal keiner. Hätte ich mir jetzt aber gedacht eigentlich. Egal. Oh, wir können... Was war da drinnen nochmal? Das möchte ich auch jetzt mal wissen. Ach ja, da war ja so ein Cheat... Genau, das Cheeto-Sachen-Teil, genau. Oh, das war ungünstig. Er ist nicht so schnell. Das darf ich nicht vergessen. So. Nein, hier ist auch nichts. Okay, alles klar, das ist ein bisschen langsamer. Ach ja, 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 das, so war das doch. Da müssen wir ein bisschen springen, denn der ist gleich schnell wie wir quasi. So. Ich glaube, ich kann hier reingehen ohne größere Probleme. Okay, dann halt doch nicht. Ich habe gedacht, Steine frisst das nicht, aber anscheinend doch. Dann holen wir uns wieder die Leben hier und dann gehen wir doch nochmal kurz auf quasi auf Exkursion, um die ganzen Steine hier zu finden. Ich weiß nicht, wo die alle sind. Ich tippe hier auch irgendwo noch, oder? Irgendwo hier muss doch noch so ein Kerl gewesen sein, denke ich mir jetzt gerade mal. Oder auch nicht. Alles klar. Dann... Ah doch, hier ist doch einer. Sehr schön. Was sagt er uns? Nur der große goldene Mann kann den Treibsand überwinden und das Puzzle wiederholen. Okay. Da hätte ich also den Tipp bekommen. Okay, alles klar, weil sonst hätte mich das ja gewundert, woher ich das wissen sollte. Wenn ich das Spiel nicht schon mal gespielt hätte, quasi. So, wo geht's denn hin? Gefängnisareal, würde ich jetzt mal sagen, weil dort ist sicher noch einer, der mir einen entscheidenden Tipp geben kann. Was das hier betrifft. Und, ja genau, du schlagst mich jetzt nicht nochmal. Du auch nicht, du gerade kommst. Wo bist du denn? So, da. Okay. So, jetzt suchen wir mal den... einen... Da ist noch einer. Ich bin neugierig, was der mir zu sagen hat. Zur Befreiung des Gefangenen. Ein Stern strahlt noch vor der Sonne. Ein neuer Stern wird von zwei Monden begleitet. Hilft das? Ich glaube schon. Okay, das schreibe ich jetzt aber auf. Nochmal. Zur Befreiung des Gefangenen ein Stern noch vor der Sonne wird von zwei Monden das war jetzt ein bisschen zu schnell. Zur Befreiung des Gefangenen ein Stern strahlt noch vor der Sonne, ein neuer Stern wird von zwei Monden begleitet. Hilft das? Okay, Mond. Mond, Stern. Okay. Ich glaube, das ist richtig. Ich habe zwei Möglichkeiten in dem Fall. Alles klar. Okay, das war jetzt wieder dämlich. So. Aber ich glaube, das hat geholfen. Dann machen wir mal Stern. Dann haben wir Sonne. Stern, noch ein Mond und noch ein Mond, oder? Ja, so ist es. Okay, sehr gut. Dann haben wir das geöffnet. Mal schauen, was der sagt. Hallo, mein kleiner wilder Freund. X, ich, Gilberto, war auf Gold so, als dieses große Felsen herunterfiel. Und mich hier eingeschlossen.
ein Schloss. Ich nehme an, wir sollen ihn jetzt entfernen. Wenn es euch nichts ausmacht. Okay, gut, dann... Das kann ich aber noch nicht. Schätze ich jetzt mal. Gehe ich davon aus, meine ich natürlich. Ich kann es ja natürlich mal mit der Rambock versuchen, aber ich glaub's nicht. Nee, das geht nicht klar. Alles klar. Dann gehe ich hier raus und gehe jetzt dorthin, wo ich eigentlich hin wollte mit dem steinernen Freund. Und zwar nochmal vor Mambos Schädel, denn ich habe da oben was zu erledigen und ein Puzzle abzuholen, was ich heute auch tun wollte eigentlich. Aber naja, dann halt wieder mal quasi vergessen habe. Aber hey. Na, wo ist denn der Steintempel? Also da unten, ich weiß schon. Boah, der war knapp. Okay, dann hatten wir das mal erledigt. Genau, da unten ist er doch. Und wenn es das Steinteil hier nicht erwischt, dann müsste das Flüchten doch mehr so einfach sein. Ja, das geht sich gut aus. Sehr schön. Da gehen wir nämlich zum großen Kätzlein da oben und mal schauen noch, was vorher der zu sagen hat. Da gehen wir nämlich zum Steinballturnier. So. Triff die Steinriesen zwischen die Augen. Okay, also zwischen den Augen muss ich die treffen, also... Ja, ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich, Jinjo, also... Brav. Na, was geht, Alter? Ich bin Benjo, der Steini. Darf ich auch spielen? Ich weiß nicht. Dieser Rucksack kommt mir so bekannt vor. Willst du damit sagen, wir seien Bär und Vogel? Und versuchten uns in aufwendiger Verkleidung hier rein zu mogeln. Ganz offensichtlich. Aber es gibt sowieso zu wenig Spieler, also macht meinetwegen mit. Dankeschön. Danke, danke. So. Dann würde ich mal sagen, dass wir hier viel Spaß haben werden. So. Training. Gehen wir mal hier runter und lassen uns die Regeln erklären. Okay. Gibt es irgendwas Besonderes auch? Kann man hier irgendwie den Ball wegschießen? Ich glaube nicht, ne? Okay. Ich wüsste nicht mehr, wie man den Ball schießen kann. Vielleicht weiß ich es doch noch. Ah, doch. Alles klar, weiß ich doch noch, wie man den Ball schießt. Okay. Alles klar. Dann können wir uns direkt hineinbegeben zu dem ersten der drei Ballspiele. Würde ich jetzt mal stark behaupten. Und wir machen das jetzt einfach. Willkommen bei der Meisterschaft im Steinballturnier. Du darfst das Viertelfinale antreten, aber ich empfehle dir, zunächst dort unten ein wenig zu trainieren. Habe ich gemacht, danke. Dann gehen wir mal ins Viertelfinale rein und schauen wir mal, ob wir gewinnen können. Ob wir das schaffen, das erste geile Minigame hier. Steinballturnier Viertelfinale. Hey da, wer ist dieser hässliche Kerl? Naja, das kann ich auch von euch behaupten. Möge der bessere Steini gewinnen. Wo bin ich? Da oben, stimmt. Na komm schon. Ah, ich muss mein eigenes schießen, genau, das war es ja, genau. So ging das ja, stimmt. Weiß ich noch, so. Und da schießen wir auch nochmal rein. Moment. So, da sind wir wieder zurück. Ich war nur kurz weg. So, wo bin ich? Ah ja, hier. Verdammt. So, und Schuss. Nein. Boah. Nein. Sehr gut. Komm schon, lauf. Oh Gott. Fuck.
So, wo bin ich? Okay, komm schon. Muss schießen. Nein! Ein weiteres Spiel gefällig. Na klar. Ah, der eine hatte 12, ich hatte 14. Na, umgekehrt so. Schade. Da war ich kurz verwirrt, weil ich kurz weg war. So, aber jetzt. Okay, alles klar. Okay, ich habe 4 schon. Okay, diesmal geht's sicher gut. Die ganze Angelegenheit. Okay. So geht es auch noch alles gut. Ja, diese Runde gewinne ich locker. Sehe ich schon kommen. Okay. Oh Gott. Okay, komm. Den habe ich auch noch. Ja. Ja, das war's schon. Das habe ich gewonnen diesmal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Du hast das Viertelfinale gewonnen. Jetzt steht das Halbfinale an. Okay. Das mache ich auch noch. Aber vorher speichere ich wie immer. So. Okay, wieder die gleichen, nur besseren. Die Hosen sehen hier bescheuert aus. Tja. Möge der beste Steini gewinnen. Ach ja, jetzt gibt's die Minuspunkte genau auch noch. Boah. Hey, was soll das? So, boah, hier muss ich echt schon kämpfen, hey. So, oh verdammt. Ach nee, ne? Boah. Jetzt laufe ich ja nur nach, hey, gerade. Oh, den habe ich, das ist meiner. Oh, fuck it. Schade. Okay. Oh, damn it. Da war ich nicht schlecht, hey. Da war ich voll schlecht drauf, aber das ist ja schon eine ganz andere Liga. Und ich würde sagen, das mache ich das nächste Mal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dorthin, spielt schon brav weiter.